Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich wieder eine Sonderepisode für euch, in der ich euch meinen Stapel ungelesener Bücher, kurz SUB genannt, ein bisschen näher vorstelle. Und dieses Mal habe ich mir das Thema ausgesucht, die 8 emotionalsten Bücher auf meinem SUB. Starten wir mit einem relativ neu erhaltenen Buch, und zwar von Lily Oliver. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich Alana Falk. Da habe ich noch ein Buch von ihr auf dem SUB, das heißt Die Tage, die ich dir verspreche. Und ein weiteres Buch von ihr hatte ich auch schon gelesen unter diesem Pseudonym und das war auch schon sehr emotional. Und ich denke, vom Thema her alleine ist das mit das emotionalste Buch, was ich noch so überhaupt auf dem SUB habe. Ich lese einmal kurz den Klappentext vor. Du hast Glück, Gwen, alles wird gut. Seit ihrer Herztransplantation hört die junge Frau nichts anderes mehr. Doch statt Lebensfreude empfindet sie nur Schuld gegenüber dem Menschen, der für sie gestorben ist. In ihr reift ein ungeheuerlicher Plan. Sie will ihr neues Herz verschenken und postet einen entsprechenden Aufruf in einem Internetforum. Dessen Moderator Noah geht zum Schein darauf ein. Erst als Gwen vor ihm steht, merkt er, wie verzweifelt sie wirklich ist. Das ist ein Buch aus dem Knauer Verlag und wie gesagt, liegt noch nicht lange auf meinem SUB. Das habe ich damals von Ramona bekommen, geschenkt bekommen. Sie hatte das in einem Bücherpaket drin und es war nicht so ihr Genre, deswegen liegt es jetzt bei mir auf dem SUB. Dann habe ich hier ein Buch, was ich schon sehr, sehr lange lesen wollte und zwar von Amy Bender, Die besondere Traurigkeit von Zitronenkuchen. Ich finde allein, der Titel ist schon sehr außergewöhnlich. Es gab ja mal so eine Phase, wo wirklich sehr lange Titel auch sehr in waren. Dabei geht es um Folgendes. Als Rose an einem strahlenden Frühlingstag in ein Stück Zitronenkuchen beißt, den ihre Mutter für sie gebacken hat, muss sie feststellen, dass zwischen den frischen Zitronen, dem Zucker und der Butter eindeutig ein Hauch Traurigkeit liegt. Und plötzlich schmeckt das Roastbeef ihres Vaters nach Schuldgefühlen, ein Sandwich nach großer Verliebtheit. Jeder Bissen offenbart mehr, als Rose lieb ist, und erst im Laufe der Jahre lernt sie, mit ihrer Gabe umzugehen. Ein zauberhafter Familienroman, der uns die Frage stellt, wie viel wir wirklich von unseren Liebsten wissen. Hört sich, finde ich, auch sehr emotional an. Und ja, es ist eigentlich ein ganz schmales Buch und kommt aus dem Berlin Verlag. Ich glaube, ich habe sehr wenig Bücher aus dem Berlin Verlag. Finde ich deswegen auch nochmal doppelt spannend. Mal sehen, wann ich in der Stimmung dafür bin. Dann, und das kenne ich auch schon als Film und denke deswegen, dass es schon sehr emotional werden wird. Und zwar von Matthew Quick, Silver Linings. Wie gesagt, wurde verfilmt mit, oh, wie heißt die nochmal? Mit Jennifer Lawrence und seinen Namen habe ich vergessen. Auf jeden Fall war der Film auch gut. Und es geht um Folgendes. Pat hat alles verloren. Seine Frau, sein Haus und seine Erinnerung. Gerade wurde er aus der Psychiatrie entlassen und versucht, den Anschluss an die Welt wiederzufinden. Erster Schritt, wieder bei den Eltern einziehen. Zweiter Schritt, seine Frau zurückerobern. Was schwerer ist als erwartet. Da trifft Pat auf Tiffany, die noch verrückter ist als er. Sie ist verwitwet, depressiv, nymphoman und läuft ihm beim Joggen hinterher. Was Pat erst einmal gehörig nervt, doch dann bietet Tiffany an, zwischen Pat und seiner Frau zu vermitteln. Unter einer Bedingung. Pat muss den diesjährigen Dance Away Depression Wettbewerb mit ihr, Tiffany, bestreiten. Dann habe ich ein typisches Buch, was auch für die Urlaubszeit nicht ungeeignet wäre, und zwar von Nicole Bernier, Wolkentänzerin. Da geht es um Folgendes, Seiten voller Erinnerungen. Mehr bleibt Kate nicht, nachdem ihre beste Freundin Elizabeth gestorben ist. Einen Sommer lang in einem Haus am Meer liest sie die Tagebücher, die Elizabeth ihr vermacht hat. Und findet darin eine Frau, die sie niemals wirklich kannte. Verletzlich, einsam und auf der Suche. Genau wie sie selbst. Ja, ist ein Buch aus dem List Verlag. Und habe ich, glaube ich, mal auf Anraten von meiner Freundin Uli gekauft. Oder mir ausgeliehen. Oder geschenkt bekommen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall glaube ich, das ist von ihr oder von ihr inspiriert zumindest. Und ich finde, es hört sich auch sehr emotional an. Also einfach zu sich selber zu kommen und mal drüber nachzudenken, wo man eigentlich hin möchte mit seinem Leben. Dann, und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, ich habe hier ein Doppelband, nennt man das so, wenn zwei Romane in einem Buch quasi stecken. Also so ein Doppelband halt einfach. Und zwar von Lolly Winston. Diesen Namen finde ich fürchterlich. Aber das erste Buch davon habe ich schon gelesen, vor ein paar Jahren ist es mittlerweile schon her. Und das fand ich, den fand ich echt gut. Also dementsprechend denke ich mal, dass auch der zweite Roman erstaunlich gut sein wird. Das ist halt so richtig kitschig aufgemacht und ich weiß gar nicht, warum ich dazu gegriffen habe, ehrlich gesagt. Vielleicht hatte ich einfach total Lust auf diesen ersten Band damals. Auf jeden Fall habe ich gelesen schon Himmelblau und Rabenschwarz. Da ging es um eine Frau, deren Ehemann gestorben ist. Das war so ein bisschen wie PS, ich liebe dich. Sehr gut gemacht. Und jetzt habe ich noch offen Sommertau und Wolkenbruch. Eleanor hat alles, was sich eine Frau nur wünschen kann. Sie hat Erfolg im Beruf und ist glücklich mit Ted verheiratet. Nur ein Kind fehlt zum vollkommenen Glück. Da entdeckt sie, dass Ted ausgerechnet mit seiner Fitnesstrainerin Gina ein Verhältnis angefangen hat.
Kurzerhand setzt Eleanor den Treulosen vor die Tür. Er zieht zu seiner Geliebten, erkennt aber schnell, dass er ohne seine Frau nicht leben kann. Allerdings auch nicht ohne Gina. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein Roman aus dem Knauer Taschenbuchverlag. Das nächste Buch ist, glaube ich, eher im Bereich Jugendbuch anzusiedeln, und zwar Bis ich bei dir bin von Emily Hainsworth. Seine große Liebe ist tot, aber nur in dieser Welt. Der 18-jährige Kempton Pike trauert um seine große Liebe Viv. Seit sie bei einem Autounfall ums Leben kam, für den er sich zudem selbst die Schuld gibt, würde er alles dafür tun, Viv noch ein einziges Mal sehen zu können. Immer wieder besucht er die Unfallstelle und kann zuerst nicht glauben, was er dort eines Tages sieht. Ein Mädchen erscheint wie aus dem Nichts und sie zeigt ihm den Weg in eine parallele Welt. Eine Welt, in der Viv noch lebt. Originell, spannend und unvergesslich. Das ist ein Roman aus dem Goldmann Verlag. Ist auch schon ein bisschen länger bei mir. Ist gar nicht so dick, wie es immer scheint. Aber ich glaube, das ist auch richtig emotional. Also gerade, wenn es irgendwie um Jugendliche geht, die dann irgendwie vor ihrer Zeit gehen müssen. Das ist schwierig. Als nächstes, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein sehr emotionaler Roman tatsächlich auch wird oder ob das nüchtern geschrieben ist, das kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe aber, dass es ein emotionales Buch ist. Das ist Die Einsamkeit der Primzahlen von Paolo Giordano. Ist erschienen im Heine Verlag und das geht um Folgendes. Ein einziger Tag in ihrer Kindheit hat über ihr Schicksal entschieden. An diesem Tag verlor Alice das Vertrauen in ihren Vater und ihre Lebenslust. Mattia hingegen verlor mit 6 Jahren seine Schwester, als er sie ein einziges Mal aus den Augen ließ. Jahre später lernen sich Mattia und Alice kennen und sie scheinen füreinander bestimmt zu sein. Doch das Leben legt ihnen Hindernisse in den Weg. Ein ebenso berührendes wie subtiles Drama. Und das letzte und 8. Buch, was mit das emotionalste auf meinem Sub sein sollte, ist Camilla Gibb, Worüber niemand spricht. Ein ganz kleines, kurzes Buch. Übrigens auch wieder aus dem Berlin Verlag, von dem ich ja angeblich nicht so viel habe. Bin ich mal gespannt. Und es geht um Folgendes, die einfühlsame Geschichte über das Mädchen Thelma, das sich aus eigener Kraft von den bösen Geistern ihrer Kindheit und Jugend befreit. Für diesen Roman erhielt Camilla Gibb nach Margaret Atwood und Michael Ondaatje den renommierten Toronto Star Award. Das hört sich jetzt erstmal nach nichts an, aber ich glaube, es geht um Kindesmissbrauch und wie man sich da so ein bisschen aus eigener Kraft an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Hier steht zum Beispiel von der Vogue, sie werden keine leidenschaftlichere Stimme finden als die in Camilla Gibbs zornigem Debüt. Sie fordert Leser als auch Erzähler heraus und öffnet auf diese Weise den Blick auf uns selbst. Auf das Gute, das Böse, das Begehren, den Schmerz und den unbeugsamen Humor, der in uns allen existiert. Ich finde, das hört sich sehr mitreißend und emotional an. Das waren sie, die 8 emotionalsten Bücher von meinem Sub. Wenn ihr auch irgendeinen Tipp habt für ein sehr emotionales Buch, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren auf buicherreich.net, meiner Webseite. Danke und bis bald. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.